Der 8. März ist für mich immer ein besonderer Tag, weil es der Tag ist, an dem wir uns versichern. Und in diesem Jahr haben wir was zu feiern, nämlich 100 Jahre Frauenwahlrecht. Es erinnert uns aber gleichzeitig daran, dass in dem Landtag von Baden-Württemberg, der für mich hier drüben in Sichtweite ist, der Frauenanteil erbärmlich ist. Und deshalb kämpfe ich mit vielen, vielen Frauenverbänden und anderen Parteifrauen und Männern dafür, dass dieses Wahlrecht noch in dieser Legislaturperiode so verändert wird, dass der Frauenanteil sich im baden-württembergischen Landtag gravierend erhöht. Ja, wir werden unbequem sein. Ja, wir werden unbeliebt sein, aber das ist uns egal, denn die Frauen, die vor 100 Jahren das Wahlrecht für uns erkämpft haben, die haben auch nicht den Beliebtheitswettbewerb gewonnen, aber sie haben was erreicht.